Hallo zurück, liebe Minecraft-Freunde. Wir starten hier mal gleich ein bisschen durch so mit unserem WePlay Minecraft. Kleines Geständnis am Rande zu Anfang von mir. Ich war gestern nicht zu Hause, hatte mein Notebook dabei und habe, ich will mal gerade hier unseren schicken Hut, der sieht sehr geil aus, ausziehen so. Und habe, ich sag mal, die Gelegenheit gehabt, dort einen weiteren Einblick in das Level zu bekommen. Das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Mit anderen Worten, ich habe eine Runde weitergezockt an dieser Stelle, weil es mich doch mal interessiert hat, wo hier die Spinne herkommt. Das wollte ich nicht direkt live machen, weil ich dachte, komm, vielleicht zerstörst du hier dein ganzes Level und dann ist alles für den Arsch. Mach mal lieber nicht. Und habe dabei noch das ein oder andere Interessante gefunden. Vielleicht zeige ich euch das mal, wenn ich das noch so auswendig weiß. Aber gut. Diese Pumpkins, die kann man auch anbauen. Die will ich jetzt nicht gerade hier in mein riesen Getreidefeld ballern. Die haben wir jetzt mal hier hinten. Wir haben ja noch so ein bisschen Platz geschaffen, sozusagen jetzt. Muss ich mal gerade überlegen, machen wir jetzt die Tiere. Da guckt das Schwein, das kleine, gell? Machen wir das jetzt hier hin. Dann machen wir erst die Schweine. Ich denke... Nein, wir machen erst die Pumpkins. Das ist mal das Wichtigere von allem. Das machen wir. Ne, das machen wir hier unten. Das, dafür haben wir den Platz, den haben wir ja frei gemacht. Da können wir wunderbar jetzt hier die Pumpkins hinmachen. Die Pumpkins haben jetzt keinen wirklichen Mehrwert, sage ich mal. Oder Nährwert wäre noch fast besser ausgedrückt. Dazu gleich mehr. Wir nehmen mal hier so zwei. Jedes gibt vier solche Dinger. Das sind dann acht. Na komm, was soll's. So, dann gehen wir mal hier hoch. Also von den Pumpkins, das ist eigentlich eher ein Deko-Objekt. Man kann sie ja nicht essen oder sowas. Pflanzen wir hier so ein. Man kann sie ja nicht wirklich essen. Ist reines Deko-Objekt. Ich kann es auf den Kopf setzen. Ich kann mir eben diese Snow-Golems von machen. Und ich kann sie beleuchten oder so irgendwas. Aber wirklich was haben tue ich davon eigentlich nicht. So, die pflanze ich da ein. Da wächst dann so ein Stängel draus und dann fallen die irgendwann um. Wie Melonen auch. Das gleiche Prinzip, gleicher Stängel. Dann habe ich so eine riesen Pumpkin hier. So, ich hoffe, dass jetzt auch alle in die Richtung fallen, nach links von hier aus, so wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, da gilt auch diese Ost-West-Regel. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, die restlichen Pumpkins nehme ich wieder mit. Es gab mal so, ich glaube, ein Mod war das, dass wenn man ein Pumpkin auf dem Kopf hat, dass man da unter Wasser atmen kann. Das habe ich ganz am Anfang hier schon mal vorgestellt. Das geht also, regularly geht das nicht. Und irgendwie gibt es noch was, nämlich recht den Sinne, wenn man ein Pumpkin auf dem Kopf hat, dann kann man einen Enderman angucken und da passiert einem nichts. Oder diese Range ist dann höher oder sowas. So, ich packe den hier dahin, wo eigentlich das hier genau genommen alles nicht dahin, denn eigentlich sollten da nur Blocks drin sein. Und diese ganzen, ich sag mal, Accessoires hier gehören ja eigentlich eher hier rein. So wäre mir das irgendwie lieber, einen leeren Eimer, naja gut, nehmen wir den mal mit. Genau genommen gehört auch hier das Schwert nicht rein. Ach, apropos Schwert, wir gehen mal hier hin, nehmen uns mal einfach mal so ein bisschen Eisen mit. Und wir nehmen uns mal, wir machen das mal so, ich habe ganz gern so ein bisschen halbwegs runde Zahlen, ein bisschen Holz mit. Ich zeige euch jetzt mal so was anderes, nämlich wo kommt die Spinne her, oder das können wir eigentlich gleich verarbeiten. So. Und was wir auch sofort machen ist, hier raus mir mal noch eine Hacke machen, die werden wir bestimmt brauchen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Fackeln haben wir nicht mehr so viele, kommen. Dann gehen wir gerade mal hin und machen mal hier wieder so eine Handvoll Fackeln. So, machen wir das mal eben so. So, da haben wir schon mal, ui, das waren sogar viel zu viele, haufenweise Fackeln. Kohle findet man eigentlich immer unterwegs. Gut, Holz findet man nicht so viel. Da sollte man immer ein bisschen was von mitnehmen. Das kann man ja immer mal gebrauchen. Fackeln haben wir, gut, das hier schmeißen wir unterwegs weg. Wir haben eine gute Schaufel, wir haben ein Schwert. Wir haben einmal Wasser, der ist immer ganz wichtig. Wir haben ein bisschen was zu futtern. Wobei ich jetzt aus Platzgründen die hier einfach mal hier reinmache und nehme mir lieber mal 8 Brot mit oder so. Ja, das wird ja hoffentlich genügen. Wir haben ja noch jede Menge Rotten Flesh, ist das. Ah, sieht das wie Steak. Ich wollte gerade sagen, ist ja super.
Was? Bonemehl? Das sieht ja seltsam hier aus. Okay. Wie versprochen, gehen wir jetzt mal hier runter. Ich zeige euch jetzt mal, wo die Spinne raus. Wie gesagt, ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Wo kommt denn eigentlich die Spinne her? Und die hier immer so zu hören ist, die muss hier irgendwo drunter sein. Jetzt wollte ich hier nicht einfach ein Loch graben, hier so live und so. Und habe gestern schon mal nachgeschaut. Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Ich habe dann auch ein bisschen weiter gebuddelt und habe dann auch alles Mögliche gefunden. Um nicht zu sagen, ich habe sogar Diamant gefunden. Ob ich das noch zusammen kriege, weiß ich nicht. Da habe ich ganz woanders da einfach mal zufällig hier in den Berg gebohrt und kam bei Diamant raus. So, ich gehe jetzt mal hier rum. Ich habe das gestern ein bisschen anders gemacht. Ich habe gestern, weil ich mir sicher bin, dass diese Spinne hier vorne irgendwo ist, habe ich hier unter Wasser einfach gebuddelt. Aber das ist natürlich ziemlich blöde, weil natürlich Wasser reinläuft und so. Jetzt machen wir das ein bisschen anders. Wir buddeln jetzt mal hier rein. Da oder da. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Buddeln mal hier einen Meter rein. Wie man so schön sagt. Oh, da ist schon Kohle. Ich habe ja gesagt, man findet sofort irgendwie viel mehr Kohle. Das sieht auch sehr cool aus in diesem Grafikstil, muss ich mal sagen. Sehr schön zu erkennen. Komm, das nehmen wir natürlich gleich mit, wenn wir schon dabei sind. Und Kohle haben wir eigentlich weiß Gott genug, ne? Naja, komm. Wenn wir erstmal richtig anfangen mit den Öfen hier Zeug zu heizen und 5 Öfen haben oder 10, das hatte ich auch schon so. 10 nicht, aber ich glaube 6 Öfen oder so hatte ich schon mal, wo alles Mögliche drin am Brutzeln war. Oh, hier höre ich schon Monster. Dann kann natürlich schon mal auch mal schnell. Ne, das wollte ich gar nicht. Cobblestone wollte ich. Da kann schon mal auch mal irgendwann mal die Kohle ausgehen. Da oben wieder ein Ei gelegt. Das höre ich ja sofort. Wir bauen das hier eben mal schnell ab. So, zack. Irgendwelche Monster höre ich hier. Warum eigentlich? Das habe ich ja vorher nicht gehört, oder? Ist mir das nicht aufgefallen. Ich weiß nicht so genau. Das ist da drüben irgendwo. Wir sind ja hier am Wasserspiegel. Ach komm, wir buddeln jetzt hier einfach mal zum Spaß noch ein bisschen weiter. Ah, da sind wir schon irgendwo rausgekommen. Jetzt kommen wir durch hier nicht weiter. Da kommt schon Dr. Zombie, der sieht auch lustig aus. Du kriegst erstmal die Fresse, mein Freund. Ich habe die Spinne noch nicht gefunden. Um nicht zu sagen, gestern war hier irgendwo eine Spinne zu finden. Ha, aber gestern habe ich auch anders gebuddelt. Das ist ja auch merkwürdig hier, da fehlt mir bestimmt... Ist das... Was ist jetzt los? Achso, Essen, Hunger. Es geht ja schon gut los, weil ich hätte mal zu Hause essen sollen. Ah, noch sind wir noch ganz in der Nähe. So, eine Handvoll Brote. Was ist das hier eigentlich? Ist das, sieht ja aus wie Gold. Was ist das? Ach, das ist Silber. Das sieht ein bisschen, Silber sah schon, Eisen. Das sah mir ein bisschen aus wie Gold. Lustig. So, dann rennen wir eben mal hier lang. Spinne haben wir jetzt keine gefunden. Skurioserweise, die war hier aber irgendwo. Ja, das war auch eine super Idee, Steffen. Das sollte man ja nie machen, nach oben buddeln, quasi. So, weg damit. Damit ich hier mal ein Eisen abbauen kann. Eisen haben wir zwar auch jede Menge, aber das gehört jetzt zu den Dingen, die man nicht an jeder Ecke findet. Wobei das jetzt hier mit der schon fast wieder zutrifft. Ja, Herrgott, das ist ja hier... So, wir haben also Eisen gefunden, wir haben hier ein bisschen Kohle wieder aufgegabelt. Somit gehen uns auch so schnell die Fackeln nicht aus. Nur ist halt eben immer Holz das Problem. Komm, gehen wir da raus, Paul. So. Also hier ist doch auch noch irgendwo irgendwas versteckt, oder? Jetzt ist doch komisch hier, oder? Stimmt aber nicht. Wir müssten uns weiter hier rüber bewegen, oder? Ich habe doch vorhin auch eine Spinne gehört. Da ist schon die erste Hacke im Eimer. Ja, keine Ahnung, wo die Spinne hin ist. Ah, das klingt, als wäre das Grave, ja. Ich hab's
gar nicht erkannt. Ich dachte, das wäre Cobblestone. Man muss natürlich dazu sagen, dass diese Welt hier in 1.9.5 entstanden ist. Das heißt, wir haben auch alle neuen Features von 1.9.5. Wir müssen uns nicht die Mühe jetzt machen, bei alten Maps erstmal neue Gegenden erkunden, damit wir in den Genuss neuer, interessanter, was weiß ich, Tunnel oder Minen oder sonst was zu kommen. Gibt's ja hier alles. Haben wir ja ganz am Anfang schon gehabt, das Thema Mine. Ich hüpfe jetzt hier mal raus. Hier gibt's sowieso keinen Blumentopf zu gewinnen. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Das war schon, ne? Ja. So, das ist ja so eine Mini-Höhle, aber irgendwie, dass hier so ständig Gravel ist. Was ist denn das da hinten? Macht mich schon so ein bisschen... Ah, das Höhlengeräusch. Na, das ist doch ein Traum. Ihr habt's auch gehört, oder hoffe ich doch mal. Aha, hier geht's auch schon weiter. Na, das ist doch prima. Brauch nur ein bisschen Licht. Ich kann es noch gut erkennen, aber ihr bestimmt nicht mehr. Das sieht wieder aus wie Gold, das ist wieder Eisen. Ich will immer Silber sagen. Aber das ist nun mal Eisen, ne, Steffen, und nicht Silber. Das ist was anderes. Ein bisschen hier Übersichtlichkeit. Der Texture-Pix ist schon irgendwie lustig. So, das lasse ich jetzt mal da. Ja, es kommt ein Höhlengeräusch und keine Höhle. Was ist das denn? Oh, da ist dann wohl die besagte Höhle. Ja, die geht auch ziemlich weit runter und in diese Richtung, so wie es ausschaut. Und wo ist die Höhle? Erde? Ja, die ist auf jeden Fall hier irgendwo. Wir hätten da noch so ein bisschen Eisen im Angebot. Das ich auch gerne Silber nenne. Hallo? Panne? Hier ist die Höhle und man sieht, dass hier weitergeht. Ah, ich bin da genau... Ach toll, das war ja auch super. Das konnte ja nichts werden. Ja, was machen wir jetzt hier? Grasen wir hier jetzt alles ab, oder was? Drüben ist noch mehr Eisen. Die Kohle fällt hier schön runter. Versuchen wir uns mal einen Überblick zu verschaffen, was wir von dem, was wir hier gefunden haben. Aber das ist eines der Dinge, wo ich dachte, ich habe da irgendwas gefunden, als ich die Spinne gesucht habe. Habe ich nämlich den gleichen Weg gebuddelt und bin auch hier rausgekommen. Ja, ich habe... ich war auch schon da unten, muss ich dazu sagen. Da war jetzt nicht so viel Spannendes dabei. Ich habe auch versucht, da runterzukommen. Das war gar nicht so einfach. War hier nicht irgendwo ein Wasserfall oder so irgendwas? Was können wir nicht hier irgendwas als Fahrstuhl benutzen? Weil ich bin ja so ein so ein praktisch denkender Mensch. Wir können, ich höre das schon. Wir können natürlich jetzt hingehen und uns hier schöne Treppe runterbauen, wie das die meisten Minecrafter machen. Das wäre eine Maßnahme. Wir können uns aber auch, ich sag mal jetzt so, à la Steffen machen. Ne? Wenn du da runter willst und hast eben kein Fahrstuhl parat, dann bin ich da flexibel, dann mache ich mir einen. Nämlich aus Wasser. Wasser ist hier echt eine ultimative Geschichte. Denn jetzt kann ich schlicht und ergreifend hier gleich einfach runterspringen. Also ich bin ja, springe ja gerne überall runter, das habt ihr schon gemerkt. Ich hätte jetzt keine Schmerzen, wenn hier in den Wasserfall auf der anderen Seite wäre, da reinzuspringen. Aber so habe ich mir auf jeden Fall mal so einen kleinen Fahrstuhl gebaut. Ja, da komme ich auch wieder hoch, nimmt mir keiner weg. So sieht es ja nur aus.